In einer halben Stunde landest du im Krankenhaus. Deine Augen werden so geschwollen sein, dass du nicht mehr sehen kannst. Ich werde dir das Nasenbein brechen und beide Arme. Und es wird verdammt wehtun. Du fängst auf einer neuen Schule an. Das ist deine letzte Chance. Ihr aus den unteren Klassen wohnt etwas schlichter. Nächstes Jahr bist du dann besser untergebracht und zum Schluss landest du im Olympia. Du teilst das Zimmer mit Pierre Tanguy. Frischlinge wie du sitzen immer am unteren Tischende. Jeder Tisch hat einen Chef und einen Vizechef. Sei froh, dass du hier gelandet bist. Hier in Stjärnsberg wird Kameradschaftsgeist großgeschrieben. Du da! Das Becken ist jeden Abend reserviert. Für wen denn? Für die Primaner, die Ratsmitglieder und die Schulmannschaft. Also verschwinde jetzt. Unfassbar, dass der weitermachen darf mit diesem verdammten Gewäsch. Was war das gerade? Ich habe mich nur unterhalten. Du weigerst dich? Ja, ich weigere mich. Dann erhöht sich das Strafmaß auf 2 Wochenenden mit Strafarbeit und 8 Wochenenden im Arrest wegen aufsässigen und unverschämten Verhaltens. Saubere Arbeit. Ganz tüchtig. Bei uns zu Hause würden die allesamt verprügelt werden, diese feinen Ratsmitglieder. Da dürften die sich nicht so aufführen. Kontakt zum Personal ist untersagt. Fliegt man dafür auch raus? Aber achtkantig. Pass doch auf! Ich will keinen Ärger. Deswegen bin ich hier, verstehst du, um Ärger zu vermeiden. Wie fühlt man sich jetzt? Hast du Angst? Vor so einem wie dir habe ich keine Angst. Du! Es gibt nur eine Bezeichnung für jemanden wie dich. Ausgeburt des Bösen. Das ist das allerletzte Mal. Dann nie wieder.